Christian und wir wollen heute unser erstes Bold-Action-Spiel spielen nach den Firefight-Regeln. Unsere Kampagne ist schon etwas fortgeschritten, haben einige Testspiele hinter uns, wie man die ganzen Sachen so ein bisschen verweben kann und haben uns dazu so leichte Hausregeln ausgedacht und die auch aufgeschrieben. Und heute wollen wir ein Szenario spielen, in dem wir eine Unterstützungsmenge für ein Bold-Action-Spiel ausspielen. Das heißt, der Japaner versucht durch eine Stellung der US Marines hindurchzukommen und dadurch, je nachdem wie gut er dadurch kommt, bekommt er entsprechend im nächsten Bold-Action-Spiel mehr oder weniger Punkte, um gegen US Marine zu ziehen. So, mein Name ist ebenfalls Christian und ich zeige euch jetzt am besten einmal kurz die Platte und mache dann die Armeevorstellung und dann können wir im Prinzip dann auch direkt starten. So, jetzt zeige ich euch einmal kurz die Platte. Wie ihr schon sehen könnt, ist die etwas kleiner, dadurch, dass wir halt, wie Christian schon erwähnt hat, das nach den Firefight-Regeln spielen. Da muss die Platte jetzt nicht so groß sein. Hier auf der Seite der Marines ist vordefiniert diese drei MG-Nester. Die MGs sind dann zu Spielbeginn gesetzt und der Rest der Marines kommt dann jeweils ab der zweiten Hälfte rein. Und hier auf der Seite ist im Prinzip eine Menge Dschungel aufgebaut, Sumpf, wo sich dann erstmal die Japaner durchschlagen müssen, um den Gegner zu erreichen. So, nochmal kurz zum Gelände, wie wir das deklariert haben. Das Sumpfgebiet ist unwegsames Gelände. Also hier kann man sich im Prinzip nur mit der halben Bewegung durchkämpfen. Die restlichen Dschungelsachen genauso. Hier ist unpassierbares Gelände, die Ränder jeweils. Hier ist offen, das ist klar. Und hier in dem hohen Gras hat man auch nur die halbe Bewegung und leichte Deckung. Und jeweils die MG-Nester bieten schwere Deckung. Ja. So, dann kommen wir zu den US Marines. Wie man hier vorne sieht, haben wir hier drei MMG-Teams, alle regulär, die entsprechend einzeln benutzt werden können bei den Firefight-Regeln. Die MG-Schützen können auch alleine schießen und die beiden Kompagnons können dann einzeln hantieren. Dann bekommt das MG allerdings einen -1-Malus beim Schießen. Unterstützt bzw. geführt werden die von einem Second Lieutenant mit einem Kompagnon mit je einer MP. Und dabei ist ein Early War US Marine Trupp mit 8 Leuten, einem NCO mit MP und einem Bar Gunner. Das Ganze sind dann insgesamt 8, 10, 13, 16, 19 Würfel und jetzt kommen wir zu den Japanern. So, kommen wir jetzt zu meiner Japaner-Truppe. Angeführt wird das Ganze von einem Second Lieutenant, Veteran und jeweils zwei Gruppen japanische Infanterie, regulär, mit jeweils einem NCO mit einer MP. Jo, klein, aber fein. Und sind insgesamt 298 Punkte und 22 Würfel. So, noch ein kleiner Nachtrag. Die US Marines stehen nicht komplett auf der Platte von der ersten Runde an. Der Early War Trupp und der Second Lieutenant mit seinem Gehilfen kommen als Reserven ab der zweiten Runde. Und die Japaner kommen komplett ab der ersten Runde, müssen allerdings auf das Spielfeld laufen. Und als kleiner Hinweis noch, auch die Marines sind genau 298 Punkte. So, alle Würfel kommen in den Sack. Wir spielen 6 Runden. Let's go!
fangen mal an zu ziehen. Erste Runde. Los, Moritz. Gut, da werde ich keinen großen Hehl draus machen. Ich werde als erstes mal meine MGs auf Ambush legen, wenn ich denn den Ambush finde. So, nächster Würfel. Nächster Würfel. Japaner. Dann, ja, ich hole den Second Lieutenant rein. Und der läuft jetzt. Der rennt hier die komplette Distanz bis an den Rand des Sumpfes. Und das war's. Der nächste Japaner. Im Prinzip das gleiche. Stelle ich jetzt einmal hier hin. So, wir haben es jetzt für euch einmal kurz etwas abgespeckt von der Aufstellung her, damit es für euch jetzt auch nicht so langweilig ist. Im Endeffekt. So, Japan ist am Zug. Und zwar würde ich jetzt mit dem Offizier mir die restlichen Würfel holen für die komplette Truppe hier. Weil gemäß Regeln darf im Umkreis von 12 Zoll die Einheit oder die einzelnen Minis im Prinzip ebenfalls mit befehligt werden durch den Offizier. Und das werde ich jetzt machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und alle werden sich jetzt durch den Sumpf hier kämpfen. Und dann versuchen, aber das schaffen sie jetzt noch nicht. Amerikanern dann auf die Pelle zu rücken. So, der Offizier natürlich auch. Der macht auch einen Run hier rein. So, jetzt lege ich das mal hier hin. Und damit haben wir das. Und ziehe dann mal direkt den nächsten Würfel. Und das ist wieder Japan. Und dann werde ich das gleiche machen mit dem NCO. Der darf das auch. Allerdings im Umkreis von 6 Zoll. Da sind aber auch noch alle anderen Japaner von der Kampfgruppe mit drin. Also kommen jetzt die restlichen Würfel auch noch alle raus. Und diese Truppe bewegt sich dann jetzt hier in dem Teil des Dschungels.
Und dann sind die Amerikaner dran. So, meine Marines bleiben, die MMGs natürlich auf Ambush und der Rest versucht jetzt in der zweiten Runde reinzukommen. Dazu werde ich für jeden einen entsprechenden Moraltest machen, ob er denn auch die Platte betreten darf. Fange ich hier vorne bei dem Kollegen an. Das ist der Lieutenant mit einer 8. Wird er gleich die Platte auf alle Fälle betreten. Dann der Kompagnon. Kommt mit, das ist kein Problem. Und gehe jetzt nach und nach die anderen durch. So, da haben wir schon einen Freund, der nicht mitkommen möchte. Und entsprechend setze ich den auf Down. So, ich glaube, der hat leider die anderen inspiriert, entsprechend auch nicht mitkommen zu wollen. Mit einer 8 kriegen wir hin. So, der nächste, der kommt auch mit. Schafft's auch. Der NCO schafft es auch. Der Bargunner. Der Bargunner bleibt erstmal draußen, ist nicht so schlimm. Ein Känguru-Würfel. So, der nächste. Schafft's. Der schafft es. Und der letzte schafft es nicht. Ja, gut. So, dann haben wir ja da schon mal eine ganz gute Schnittmenge, die reinkommt. So, dann werde ich als erstes mal den Lieutenant und seinen Kompagnon reinkommen lassen. Und die werden sich mal schön hinter die Metallfässer hocken. So, der Rest der Jungs wird reinkommen. So, jetzt haben wir das etwas abgekürzt. Zwei der normalen Early War Marines habe ich hier noch an die Befestigung gestellt. Entsprechend mit einem Advance, damit die schön in Deckung bleiben. Und zwei der Marines habe ich noch zum Offizier gestellt. Schon in Runde 3. Und diesmal fängt der Marine an. Let's go. Dann versuche ich direkt schon wieder die erste Mini reinzubringen. Und ja, das wird der Onkel sein. Diesmal möchte er auch reinkommen. Und ich lasse den einfach mal hier hinter rein advancen. Okay. Jo, dann ziehen wir den nächsten Würfel. Japan. So, ich habe mir jetzt hier den ersten Würfel für meinen NCO geholt. Habe dann hier wieder gecheckt, ob die alle in 6 Zoll sind und somit dann die restlichen Würfel für die Infanteristen rausgezogen, damit die jetzt alle zusammen sich im Prinzip jetzt mit einem Advanced aus dem Dschungel heraus bewegen. Das machen wir jetzt eben. Und danach versuchen, einfach mal just for fun das Feuer zu eröffnen, ob sie irgendwo rankommen ist fraglich, aber wir werden es sehen. Ups. Und hier der letzte, also ein Teil ist noch drin. Genau in diesem Augenblick würde ich dann auch meinen Ambush lösen und mal schauen, ob ich ein paar der Kollegen
vorher abschießen kann. Okay. So, ich werde hier beim MG laut den Firefight-Regeln den zweiten Mann auf alle Fälle als Unterstützung für das MG benutzen. Drehe dementsprechend das MG als auch den Unterstützung, den Lader auf Fire und schieße einfach einmal die 5 Schuss MMG auf die Japaner. Die sind in 24 Zoll genau, das heißt, wir haben lange Reichweite. Der Basiswurf ist ja die 3. Bei Firefight wird jede Figur als kleines Team gezählt, daher haben wir die 4. Und lange Reichweite wären dann die Treffer auf die 5. Da es nicht genau definiert ist in den Firefight-Regeln, wie man mit einem MMG umgeht, haben wir hier eine kleine Hausregel gemacht. Und bei einem MMG, was 5 Schuss machen kann, kann man innerhalb des Feuerradiuses des MMGs entsprechend auch die Schüsse auf andere verteilen. So, entsprechend werde ich das ganz einfach ansagen, dass ich auf die vorderen 5 schieße und entsprechend dann den Schaden verteile. Ja, alles klar. So, dann versuche ich mal auf die 5. Da sehe ich schon 2 Treffer. Dann sind das reguläre Kollegen. Ja. Und dementsprechend versuche ich auf die 4 zu verwunden. So, da haben wir dann einen Toten. Brauchen wir gar nicht großartig zu gucken. Dann werde ich einfach den vordersten als Verwundung fürs Blatt zur Seite stellen. So, dann werde ich auch das zweite MG aus dem Embush nehmen. Und das gleiche hier in Grün. Und genau, werde auf die gleiche Truppe schießen. Es müsste ungefähr die gleiche Reichweite sein. Kannst du nochmal messen, ja. Dickes Gewehr. Ein bisschen. Eigentlich ein bisschen. Wir brauchen das 24, 23 Zoll bis zur Gebäudekante. Und werde einfach genau das gleiche tun. Ja, ein Treffer. Und ein Toter. So, mit den 2 MMGs habe ich jetzt insgesamt 3 Treffer gemacht. Dadurch habe ich 2 von den Japanern abgeschossen und ein dritter bekommt entsprechend einen Pin. Wie ich das vorhin angesagt habe, hatte ich ja auf die 11 Vorderen geschossen. Und entsprechend bekommt der vorderste Japaner einen Pinmarker. So, der Ambush von den Amerikanern wurde ausgelöst. Und jetzt versuchen meine Japaner noch zu schießen, nachdem sie den Advance gemacht haben. Das messe ich eben einmal ab zu dem Wachturm. Die sind alle jetzt mit Gewehren ausgerüstet. 24 Zoll. So, und dann haben wir... Die ersten 4 können hier schießen. Und das würden die dann auch machen. Ich habe mich bewegt. Also standardmäßig bist du ja klein, ne? Mhm, genau, das heißt auf die 4. Du hast dich bewegt, ist die 5. Lange Reichweite ist die 6. Der Pinmarker von dem einen Japaner zählt jetzt noch nicht, weil der durch den Ambush natürlich entsprechend... vergeben worden ist und erzählt das in der nächsten Runde. Genau. Und wir haben hier noch schwere Deckung. Dann ist das Doppel-6. Doppel-6. Versuch mal. Einnahme. Nein. Okay. Das war nichts. Dann würde ich sagen, Mr. Würfel. Jawohl. Dann greife ich mal in den Beutel. Der nächste japanische. Der Japaner. So, ich habe zuerst den Offizier wieder gezogen und würde das jetzt im Prinzip genauso wie auf der linken Flanke machen. Habe mir alle restlichen Japanerwürfel rausgezogen im Umkreis von 12 Zoll. Und
mache mir den wieder in Advance aus dem Dschungel heraus und versuche dann auch noch mal so weit wie es geht zu schießen. Jetzt muss man gucken, jetzt hängen wir hier ein bisschen fest. Weil wir ja vor müssen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Und wir hoffen einfach mal, dass wir wenig einstecken. Deshalb brauche ich jetzt hier keine taktischen Raffinessen machen. Versuche jetzt, wenn der Amerikaner nicht einen Ambush auslöst, wieder. Genau das wollte ich jetzt gerade machen. Genau, ein MG haben wir noch, da werde ich den Ambush auslösen. Alles klar. Und dann werden wir gleich nochmal sehen, wie deine Truppen dezimiert werden. So, Christian misst jetzt eben nochmal zu seinem letzten MG ab. Genau, wir sind 19,5, das heißt, wir sind wieder auf Flammereichweite. Und wir haben entsprechend wieder die 5, 4 für kleines Team und die lange Reichweite. Ich schieße wieder entsprechend auf die ersten, Figuren, die aus dem Dschungel kommen, okay. Und nehme jetzt einfach mal meine 5 Würfel. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So. 2, ne? Der sah ja sehr hoch aus, leider. Müssen wir die 4 rausnehmen. Das heißt, 2 Stück haben schon mal wieder einen Treffer. Mal schauen, wie viele davon sterben. Einer stirbt, da sie auch regulär sind. Und einer kriegt einen Pin. Bekommt einen Pin. Okay, so. Ambush wurde ausgelöst von den Marines. Jetzt sind die Japaner dran. Ich würde jetzt natürlich noch schießen. Fang mal hier mit dem Offizier an. Er hat jetzt auch ein Gewehr. Allerdings, wie sieht es mit der Reichweite aus? Ja, 19 Zoll. Der kann auf jeden Fall. Die anderen halt hier hinten auch eigentlich. Der hintere ist 22. Und die, die am Waldrand standen, die durften ja auch schießen. Ne? Ja. Dann haben wir hier noch einen, der ist am Waldrand. Und der hat auch nur 21, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewehrschüsse nochmal in die Richtung des äußeren MGs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben wieder die unmögliche 6, ne? Ja, so würde ich sehen. Ja. Sei denn, du hast panzerbrechende Munition. Oh, und das war nix. Egal. Dö, 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 dö. So, dann versuche ich erstmal in der dritten Runde meine 3 verbleibenden Marines noch auf den Tisch zu bringen. Ich fange hier beim ersten an. Der möchte, ist nämlich regulär, mit der 9 funktioniert das dann. Dementsprechend gehen wir mal bei dem nächsten weiter. Auf die 7 passt und der letzte möchte auch. Super, dann werde ich die mal eben setzen und dann geht's weiter. So, ich mache mit den Figuren ein Advance, da ich weiß, dass die Gebäude 6 Zoll entfernt sind. Demzufolge die Geländestücke werde ich entsprechend die Figuren platzieren. Und da die einen Advance gemacht haben, werde ich mit denen auch direkt schießen. Mhm. Habe ich schon gesagt, dass ich das Drehen der Würfel hasse? ja. So, ich werde mit dem ersten Marine, der hat ein Gewehr, einfach hier vorne auf den gepinnten Soldaten schießen. Ist lange Reichweite, ich habe mich bewegt. Bei den Firefight-Regeln kommen ja leider nicht die Sonderregeln der Armeen zum Greifen. Deswegen muss ich da leider auch den Malus in Kauf nehmen. Das heißt, ich schieße auf die 6. Treffe nicht. Das gleiche
mache ich mit dem Bar-Schützen. Der wird hier vorne auf den ersten... Nein, der wird auf den Offizier schießen. Zwei Schuss Bar, hat sich bewegt, ist zu 99% so lange Reichweite. Brauche ich nicht messen, das war über 20 Zoll oder knapp an den 19 vorhin. Deswegen schießen wir einfach mal. Nein, die Bar trifft genauso wenig. Und dann schießt noch hier der letzte Marine entsprechend auf den Offizier. Und versuchen wir genauso eine Anti-6 zu würfeln. Super. Ja, dann habe ich hier vorne noch einen Gewehrschützen, der auch auf den Offizier schießt. Das muss doch jetzt mal in irgendeiner Weise klappen. Ein Feuerbefehl. Und da ist die 6. Auf alle Fälle haben wir schon mal einen Pin verteilt. Und der Offizier ist ein Veteran. Stirbt leider nicht. Nur ein Pin. Hol ich uns mal einen Pin würfeln. Das gefällt mir schon mal gut. Damit muss er schon mal testen. So, dann habe ich hier noch diverse MP-Schützen. Die gehen entsprechend hier. Und die Reichweite alle jetzt nicht wegen 12 Zoll. Richtig, genau. Deswegen werden die Jungs hier einfach mal. Ja, Ambush lohnt sich jetzt auch nicht. Ambush lohnt sich nicht. Die gehen down nicht. Die Ambush lohnt sich jetzt halt in der Situation nicht, weil die Japaner alle schon ihre Aktion verbraten haben. So, hier habe ich noch zwei US Marines, die entsprechend schießen können, wollen, dürfen. Haben auch Gewehre, ne? Genau, die haben beide Gewehre. Okay. Und die schießen auch hier vorne einfach auf den ersten Soldaten. Das muss ich allerdings mal abschließen. Das kannst du nur mal eben checken, genau. Ich bin mir sicher, ob das passt. Auf den gepinnten jetzt oder auf den daneben? Auf den daneben, weil ich glaube, mit dem zweiten hätte ich Schwierigkeiten, den anderen zu sehen. So, und das ist nämlich außerhalb der Reichweite. Das sind schon bei 26 Zoll. Okay. So, dann gehen die praktisch jetzt, weil sie es angesagt haben. Genau. Gut. So, zum Schluss der Runde habe ich noch drei Gewehrschützen bei den MMG-Teams entsprechend, die im Ambush liegen. Da werde ich versuchen, jetzt den Ambush zu lösen und entsprechend auf einen der Figuren, auf einen der Japaner zu schießen. Das ist einmal hier vorne der Gewehrschütze. Da versuche ich wieder den gepinnten. Da versuche ich auf einer 4+. 4. Und da ist hier, der darf schon mal schießen. Dann werde ich hier das auch tun. Ich werde erst noch mal die Reichweite abchecken. Das ist eigentlich passend, weil die haben ja vorhin alle auf den Finger geschossen. Ja, ja, vorderen. Stimmt. Ja. Waren genau 24, genau. Dann schieße ich hier einmal auf die 5. Nein. Der nächste versucht den Ambush zu lösen. Eine 1, nein. Und der letzte Gewehrschütze versucht den Ambush zu lösen, würde dann auf den Offizier schießen. Ja. Das ist eine 6, das ist ein Treffer. Und jetzt soll doch mal das Glück mir Holz sein. Es klappt. Aber wieder ein Pin. Da hat er jetzt schon 2, der Offizier. Damit bist du durch, ne? Damit bin ich durch. Das heißt, Runde 4. Nein. So, ich habe jetzt hier vor, den Second Lieutenant zu aktivieren. Er ist allerdings gepinnt. Wenn mir das gelingt, würde ich praktisch hier wieder mit dem gesammelten Trupp, bei diesen Soldaten muss ich auch nochmal checken, würde ich dann gemeinsam mit dem Advance vorrücken. Aber wie gesagt, ich muss hier jetzt erstmal checken, eben Moral, -2. Und er schafft es. So, jetzt hat er nur noch einen Pin. Jetzt würde ich gleich noch diesen zweiten Soldaten, das ist ein regulärer. Jetzt räume ich alles ab hier.
Bitte hier minus 1 und das passt auch. Dann hat er seinen Weg hier. Und alles straight nach vorn mit dem Advanced. Und dann versuchen die gleich alle noch zu schießen. Hier nochmal aus dem Dschungel holen. Uop. Der steht hier, ist dann hier. Und der. Na komm, was los? So. Ja, dann messen wir mal ab. Ich habe mich zuerst entschieden, mit den vier Soldaten hier an der Ecke die zwei Marines unter Beschuss zu nehmen, weil hier keine Deckung vorliegt. Dann messe ich eben einmal kurz die Distanz. Vom ersten Soldaten, das ist 13 und der letzte hat 16. Dann sind die alle in langer Reichweite. So, dann fange ich mal mit dem ersten an. Ein Gewehrschuss. Was brauche ich eigentlich? Eine 5 sollte treffen, ne? Wird nicht treffen, weil kleines Team bewegt. Und lange Reichweite. Ach, und lange Reichweite wäre die 6, genau. Wäre die 6, ne? Okay, verdammt. Dann passt das nicht. Ja, dann versuche ich dann den Soldaten daneben. Gleiches Spiel. Er hat eine 6. Dann versuch gleich zu verwunden. Verwunden. Das ist ein regulärer und ja, der ist tot. Ist tot. Dementsprechend nehme ich dann den Gewehrschützen weg und ziehe direkt einen Würfel aus dem Sack. Ja, und hier ist die Distanz noch die gleiche, denke ich mal. 17. Ja, also zwei Schüsse habe ich noch für die hier hinten. Der erste Soldat eine 4. Der zweite eine 2. Die treffen nicht. Okay, dann habe ich die 4 weg. So, der Offizier würde auch nochmal schießen. Was hat er für eine Reichweite? Der müsste aber auch überlang sein. Jo. Mit seinem Gewehr. Jo. Er hätte sogar noch einen Malus gekriegt wegen der 1, ne? Mhm. Auf den Beschuss. So, dann haben wir die durch. So, er steht jetzt hier vor, ne? Er kann jetzt hier jetzt auch nicht wirken. Dann würde ich jetzt mit diesem Drop ihn hier. Wie sieht es denn hier aus mit Deckung? Eigentlich hat er hier keine, ne? Wenn man jetzt hier mal lasert, ist eigentlich im vollen Licht, ne? Ja, das würde ich auch so sehen. Dann würde ich jetzt hier anfangen, den unter Beschuss zu nehmen. Mit dem Soldaten, der jetzt hier hinter dem Beschuss steht. Ja, aber brauchst du nicht messen, 18, das ist Reiche, lange Reichweite, ja, genau. Lang. Mal gucken, dass sie auch wirklich alle in Reichweite sind. Es scheint ein Erdbeben zu sein. Ich fange an. Der erste. 3. Nicht. Dann der dahinter. 4 auch nicht. Dann geht's weiter. Nein. 2 Versuche habe ich noch. Nein. Und nein. Damit haben alle geschossen. Ja. Sehr spärlich. Nehmen jetzt eben die Würfel alle raus. Und dann haben wir erstmal das abgeschlossen hier. So, das haben wir jetzt eben abgeschlossen, den Beschuss von den einzelnen Soldaten. Ich ziehe jetzt den nächsten Würfel und ist ein US-Marine. Gut, dann überlege ich mir mal, was zu tun ist und dann sind wir gleich wieder da. So, da ich meinen Lieutenant hier stehen habe, habe ich eine 12 Zoll Reichweite, um entsprechend meine Soldaten zu aktivieren. Das habe ich gemacht. Der Offizier aktiviert dann entsprechend diese 12 Miniaturen mit und die werden dann entsprechend jetzt gleich ein bisschen das Feuer eröffnen. Bis gleich. So, als erstes werde ich die beiden MMGs im Turm, also auch hier hinter der Barrikade, schießen lassen. Das werde ich hier auf die Truppe machen. Das erste MMG schießt hier auf die 5 Miniaturen,
entsprechend und werde das jetzt einfach mal auswürfeln. Ihr müsst jetzt nur schauen wegen dem Offizier, ne? Genau, ich schieße den ersten Schuss auf den Offizier. Das hören wir daran. Das ist für das MMG eine kurze Reichweite, dementsprechend treffe ich auf die 4. So, der Offizier wird schon mal nicht getroffen. Dann der nächste Japaner, nein. Dieser hier wird getroffen. Dann werde ich mal direkt den Verwundungswurf hinterher machen. Nein, aber Pin. Also kommt ein Pin. Das mache ich gleich mal hier. So, der kommt sofort. Dann haben wir noch zwei Schuss. Einmal dieser, nein. Und der letzte trifft auch nicht. Das war das erste MMG. Und das mal gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten MMG. Ich messe jetzt einmal die Reichweite entsprechend vom Gebäude ab. Mhm. Ich schieße hier entsprechend auch wieder auf die gleichen Figuren, damit es etwas einfacher bleibt. Wir sind hier bei einer Reichweite von 16 Außenkante vom Gebäude, sind die ersten zwei in kurzer Reichweite und die letzten drei in langer Reichweite. Okay. Dementsprechend schießen wir auf die 4, auf den Offizier. Einfach. Verwundungswurf. Er will nicht sterben. Gibt aber auf jeden Fall schon mal einen Pin. So, der zweite Soldat ist auch noch auf die 4. Der trifft. Und jetzt Würfelgott. Der war daneben. Ja. Das 6. ist aber jetzt ein Treffer. So, dann ziehen wir den direkt den hier mal raus. Heraus. So, dann schieße ich auf den mit dem Pin. Das jetzt auf die 5, weil es lange Reichweite ist. Nein. Und die beiden. Einer noch getroffen. Genau, dieser ist getroffen. Direkt ein Verwundungswurf. Ja. Jo. Auch raus. Und der letzte auch nochmal auf die 5. Jo. Ist getroffen. Und Verwundungswurf. Oh, yes. Oh, das war übel. Eieieiei. Gut, dann sind schon mal wieder 3 Würfe raus. So, dann haben wir hier einen Gewehrschützen. Der wird direkt hier auf den einzelnen Soldaten versuchen zu schießen. Da sind wir dann auf 14 Zoll. 14 Zoll bedeutet, ich schieße wieder auf die 5. 3. Das ist ein 3, also nein. Dann haben wir hier den nächsten Gewehrschützen, der versucht, den Offizier zu treffen. Das fand ich auch lang, ne? Auch lange Reichweite, sind unter 14, aber trotzdem lange Reichweite. Entsprechend auf die 5. Nein. Dann habe ich hier den NCO des Early War Trupps. Der wird einen Run machen rüber zu seinen anderen Kollegen. Den habe ich leider ziemlich dämlich positioniert, aber manchmal ist das so. So, ich sollte auch mal die Würfel dahinter stellen, damit ich auch weiß, mit wem ich geschossen habe. Zack. So, als nächstes werde ich mit dem Bargunner feuern auf den Offizier. Sind 16, das ist lang, das bedeutet auf die 5, beide Schuss auf den Offizier, der muss doch mal einfach sterben. So, wieder gepinnt. Ja, jetzt habe ich schon 3 hier, der Kollege. So, jetzt reise ich hier auch schon wieder Bäume ab. Ja. Ich habe hier noch 2 Gewehrschützen. Diese Gewehrschützen schießen. Schießen? Das wird schwierig, ne? Es wird sehr schwierig, ja. Ich befürchte. Kannst du auch einen Advanced machen, ne? Ja, das werde ich auch tun. Wobei ist halt die Frage, ne? Eigentlich musst du mich ja rankommen lassen. Letztendlich ja, schon, ne? Tja. Ich werde die einfach mal stehen lassen und auf
Ambush sitzen, Ambush weil letzten Sinn die Kollegas da hinten ja auch noch kommen müssen. So, dann habe ich noch einen Gewehrschützen hier oben im Turm. Mhm. Der kann auch noch schießen. Der wird auch einmal auf den Offizier. Der hat jetzt aber auch schon richtig was abgekriegt, die der Kollege. Ja, weiterhin lang. Der trifft. So, und jetzt würde ich gerne noch mal eine. Es gibt es doch nicht, ey. Jetzt hat er schon vier, ey. Kann auch gleich nichts mehr mit anfangen. So. Die dritte Miniatur, die gefeuert hat, die haben wir alle. Das heißt, ich habe nur noch hier meine beiden MP-Schützen und die werden entsprechend, da die sich nicht mehr bewegen, die kommen auf alle Fälle nicht in Reichweite, werden die beide down gehen. Okay. So, dann wäre es das mit den Figuren, die ich bewegen kann. Und dann ziehe ich mal den nächsten Würfel. Und das ist geht weiter. Ein amerikanischer. Initiative Amerika, nein. So. Sind noch das MG jetzt, ne? Genau, es ist das MG, was ich noch habe. Und das werde ich etwas anders machen, da die anderen Figuren noch nicht gekommen sind, lege ich den auch in Ambush. Auf einen Ambush. Zuerst den Ladeschützen. Mhm. Und dann versuchen wir mal, was wir da noch so ziehen. Das sind die Japaner. So, ich habe ja hier in diesem Trupp kein NCO mehr. Der wurde mir rausgeschossen. Jetzt muss ich hier leider die einzelnen Infanteristen separat bewegen. Fang einfach mal mit dem ersten an. Er versucht jetzt einfach einen Run. Willst du hier einen Ambush lösen? Nein. Okay. Versuch gleich mal noch zu ziehen. Oder du. Vielleicht kommt ja jetzt der nächste Würfel noch. Ja. Das ist es. Dann geht es hier weiter. Dann würde ich den Gepinnten nehmen. Das bedeutet, ich muss hier noch einmal kurz checken. Ja, passt. Dann ist der Pin weg natürlich. Und er läuft hier so ein bisschen seinen Kameraden hinterher. Passt das hier? Entsprechend den Feuerbefehl hinlegen. Werde einmal die Reichweite checken. Wir sind bei 15 Zoll, das bedeutet lange Reichweite. 4, 5. Jo. Nein. 3. Jo, dann ziehe ich gleich mal hier grau. So, dann geht es hier munter weiter mit den Japanern. Und zwar muss ich hier auch erstmal rennen, weil sonst bekomme ich einfach die Distanz nicht hin. Würde hier den ersten Japaner nehmen. Rennen, ich renne und willst du einen Ambush lösen? Dann muss ich sofort stoppen. Nö, jetzt. Okay, also volle Distanz. Genau, dann werde ich mal einfach hier von dem einzelnen Marine, der noch im Dreierteam des MMGs dabei ist, einfach mal den Ambush lösen. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, das ist eine kurze Reichweite, aber wir messen das kurz nach. Also, sehe ich. Ja, kurz. Was? Läuft. Dann würde ich sagen, ich schieße auf die 4. Ich mache das jetzt auch mal ganz unbürokratisch hier auf den Tisch. Und die 5 trifft. Aber es ist schon wieder die Anti-6. Verdammt. So, wir haben euch das jetzt hier einmal alles zusammengefasst, weil es doch dann ziemlich langatmig ist, jetzt jeden einzelnen Beschuss abzuwickeln im Video.
Die Japaner sind im Prinzip jetzt alle nach vorn. Und wie ihr sehen könnt, haben sie einmal einen Ambush gefressen von Christian. Also ein Japaner ist tot. Und einer wurde gepinnt. Und die Japaner haben auf der Gegenseite leider keinen Verlust bei den Marines bringen können, weil einfach überall immer noch schwere Deckung ist. Oder halt down wie da. Da haben die Japaner auch versucht, die zwei Soldaten hier hinter den Fässern zu beschießen. Ist aber alles nicht gelungen. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Runde abläuft. Es beginnt die vorletzte Runde. Wie ihr sehen könnt, es ist knapp oder halt immer noch ausgeglichen, sage ich mal. Und wir haben einen Japaner. Ein Japaner. Let's go. So, wie ihr sehen könnt, ist der Offizier ja schon stark beschossen worden, hat 4 Pins. Ich versuche trotzdem in Advanced, muss also jetzt hier die 6 würfeln. Ja, und ich hoffe, das gelingt mir. Es gelingt mir sogar. Ja, aktiviere den und nehme im Umkreis von 12 Zoll die Infanteristen mit. Fange ich jetzt mal an. Der Offizier macht einen Advance zuerst und versucht direkt hier das MG zu beschießen. 9. Dann geht es weiter. Diesen Kameraden hatte ich eben gerade noch entpinnt. Das hat funktioniert. Er geht auch mit vor. Und versucht das Gleiche. Advanced. Versucht auch auf das MG. Was haben wir denn hier für eine Reichweite eigentlich jetzt? Auf jeden Fall kurz. Ups. Falsche Würfel, sorry. 5. Das passt doch, ne? Mal kurz überlegen. Der hat sich bewegt. Er braucht trotzdem die 6, ne? Weil, Nein, bewegt, kurze Reichweite. Ach doch, die Deckung. Die Deckung ist ja noch da. Na, also, reicht. Hat er auch nicht gepackt. Ja, dann geht's halt weiter, ne? Wir müssen uns irgendeinen suchen am besten, der... Wir spielen mal eben die Bewegung durch und sind gleich wieder da. So. Die haben jetzt alle ihren Advance gemacht, die Kollegen. Und versuchen wir jetzt mal hier auf diesen Soldaten hier zu schießen, hier hinten. Da bin ich auch noch kurz sogar mit dem ersten. Schießt mal direkt. Oh, 1. Der ist schon drüber. 3. Meine Herren. Und die restlichen 3 hier oben auf dem Turm. Die sind außer der erste. Mache ich den ersten mal. Auch nicht. Und die anderen beiden. Einer. Braucht die Doppel, ne? Tja, soll ja nicht sein. Dann sind die durch. Also im Prinzip alle bewegt mit dem Advanced und haben alle nochmal geschossen, aber leider nicht getroffen. So, wir haben die Runde jetzt ein bisschen abgekürzt und haben den Spielfluss nicht mitgefilmt. Dementsprechend bekommt ihr jetzt einfach mal eben eine Zusammenfassung. Die Marines haben hier vorne ganz gut gewütet. Da hat einmal das MMG reingeschossen und entsprechend die ganzen Gewehrschützen. Im Gegenzug ist ein Marine gefallen auf der Seite. Dafür allerdings auch 4 Japaner aus dem einen Trupp. Auf der anderen Seite hat es hier endlich zum Glück den Offizier hingerafft.
Der aber wirklich viel gefressen hat, ne? Ja, nach sehr vielen Versuchen. Und aus dem Trupp sind auch noch zwei gestorben. Dazu ist mein Offizier vorgestürmt mit seinem Kompagnon. Und mein Offizier hat es dabei leider auch erwischt. Dementsprechend zwei Verluste bei den Marines. Und 4, 5, 6, 7 bei den Japanern. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich dann gleich Bruchpunkte checken. Ne? Das werden wir jetzt gleich mal sehen, wie es aussieht. Ja, werden wir mal kurz zusammenzählen und dann sind wir gleich wieder da. Gerade als Japaner jetzt checken, weil ich über die Hälfte der Truppen verloren habe. Und zwar Moralcheck durchführen. Und dadurch, dass ich keinen Offizier mehr hatte und auch keinen NCO mehr hatte, musste ich die 8 von den regulären nehmen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich es jetzt geschafft. Schauen wir mal, wie es jetzt weiterläuft. Auf jeden Fall bin ich sehr angeschlagen. Und wir sind in der letzten Runde. Mal gucken, was die Japaner noch reißen können und vor allem, was die Marines da noch raushauen. So, da ich den ersten Würfel habe, werde ich hier mal mit dem Kompagnon vom Offizier einen Nahkampf ansagen. Ich werde jetzt mal messen. Und wir haben 5,5 Zoll, das heißt, Abwehrfeuer ist nicht. Dann ran. Jetzt hau ich dir auf die Gosche. Tendo Heka! So. Banzai! Der Japaner hat gewonnen. Also, wir haben im Prinzip jetzt zwei Nahkämpfe durchführen müssen, weil es auf ein Unentschieden hinauslief bei der ersten Runde. Und die zweite Runde hat der Japaner dann gewonnen. Und somit haben wir wieder einen US Marine mehr auf unserer Liste. Ja, die sechste Runde ist durch. Die Japaner haben wieder etwas gelitten, sind gut wieder entsprechend in das Feuer der Marines gelaufen. Es hat allerdings diesmal auch ein paar Marines erwischt. Hier und auf der Seite haben ein paar mutige Japaner doch ein paar Kugeln fliegen lassen. Den Bargunner hat es auch dahin gerafft und ein Japaner ist weit vorgeschossen und versucht durchzubrechen. So, dann haben wir jetzt im Prinzip die sechste Runde abgeschlossen. Gibt es noch eine weitere? Wir würfeln mal auf eine 4+. Juckt es eine weitere Runde. Ja. Und es gibt noch zu sagen, die Japaner mussten ja die ganze Zeit bei jedem Verlust halt gemäß Bruchpunkte würfeln und haben auch sonst immer ihren Moralcheck mit Bravour bestanden. Also das muss man sagen, das hätte schon normalerweise längst aus sein können, das Spiel. Aber hier wirklich, es sind ja jetzt 1, 2, 3, 4 Mal alleine den Check, ne? Genau, also bestanden, von daher kann man nicht meckern. So, wir haben Runde 7, die letzte Runde. Japan fängt an. Ich versuche jetzt nochmal alles. Und zwar läuft der jetzt hier nochmal eisern vorwärts. Da muss ich im Prinzip eigentlich jetzt nur checken. Ne? Dazu muss man sagen, für jeden Japaner, den der Christian hier durch die Reihen bringt, bekommt er fürs nächste Boat-Action-Spiel 50 Punkte zusätzlich. Juhu! Das ist doch nicht wahr. Jetzt den ersten Moralcheck, wo es wieder drauf ankommt, den vergeige ich. Naja, gut, dann geht er mal down, ne? Ach, das gibt's doch nicht, ey. Scheiße, ey. Gerade noch betont, was ich hier für Geschenke bekomme und dann.
Unfassbar. So, dann schauen wir mal, was denn meine Marines machen. Unglaublich, ey. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal hier mit dem Nahkampf. Hast mir schon gedacht. Ja, schießen kann ich nicht, war zu nah. Also Abwehrfeuer geht nicht, dann kannst du jetzt mal reinhauen. Zwei. Kann ich mich noch wehren? Drei, auch nicht. Dann heißt es unentschieden, ne? Genau. Gleichzeitig. Beide gleichzeitig. Oh, beide tot. Beide tot. Ja, das ist ja nochmal richtig episch gewesen jetzt hier. Tendo Hacker Banzai! Okay. Ja, dann. Gespannt, wie es jetzt weitergeht hier. Das ist jetzt die letzten Manöver. Der Amerikaner. Der bleibt einfach stehen und schießt auf den japanischen Herrn in seiner Nähe. Das ist wahrscheinlich Point Blank, ne? Gewesen. Das werde ich mal eben nachmessen. Oh, ich glaube schon, das sieht schon ganz anders aus, oder? Ja. Knapp, oder? Knapp. Okay. Ich würde sagen, nein. Okay, dann nicht. Das bedeutet auf die 4. Treffer. Und? Ja, das war's. Der nächste fällt. Dann kannst du einen Würfel nochmal rausnehmen. Ach, ich muss doch jetzt wieder würfeln. Genau. Hätte ich da auch schon gemusst jetzt. Also mache ich jetzt zweimal. Ja, und das war's auch. Genau, damit ist das Spiel, beendet. Ja. Ja. Auf jeden Fall super. Ja, hat Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, das war unsere zweite Partie nach den Firefight-Regeln. Es spielt sich doch anders. Man muss doch öfter ziehen, als wenn man die ganzen Einheiten bewegt. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine andere Tiefe, die das Spiel bekommt. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also ich fand es auch ganz gut. Strategisch, taktisch gesehen hätte man jetzt auch nicht viel anders machen können. Es war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Theoretisch gesehen hätten wir es jetzt auch schaffen können, als Japaner durchzustoßen. Ne? Ich meine, MGs, hast du gesagt, war jetzt nicht überdurchschnittlich gut. Nein, überhaupt nicht. Also das hätte man schaffen können. Wie gesagt, ich war in den Moralwürfen auch ziemlich gut, also haben auch sehr lange durchgehalten. Die einzelnen Soldaten sind auch sehr weit nach vorn gekommen, haben dann zum Ende zu auch noch viele Verluste noch bei den US Marines gemacht. Gut, am Anfang, klar, sind halt alle hinter schwerer Deckung. Ich hatte jetzt auch nichts anderes dabei, also keine anderen Waffentypen. Ja, aber es hat eine Menge Spaß gemacht, die Aufklärungsmission auch zu spielen. Und für die Kampagne müssen wir jetzt gucken, was das jetzt für Auswirkungen hat. Dann gibt es vielleicht nochmal ein extra Video auch, was wir so ein bisschen gebastelt haben jetzt für die Kampagne. Das jetzt nur mal so nebenbei. Ja, gucken wir mal, es hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Tschüss!